Wir begrüßen Sean und Jonas Amazonas mit dem bald zukünftigen Vorgeschirr. Einmal einen Applaus. Yeah! Leute, ich werde hier festgehalten. Ich kann seit zwei Wochen nicht selber streamen, weil ich bei Sean bin. Auch einen kleinen Applaus an unseren Host. Ihr wisst nicht mal, wer das ist, wenn ihr die Stimme nicht erkennt. Ach so, ja, Mann. Spiele Nathan. Oh, ja, Mann. Sag mal, Heimwerker-Stream. Ist ja so. Wollen wir anfangen, Jonathan? Ja, auf jeden Fall. Ja, für alle, ich weiß nicht, was er macht. Junge, es ist, als würde ich so. Es ist ja legit sogar falsch, oder? Das muss doch hellgrün sein. Nein, hier kommt so ein Kreis drauf. Ich mach so außenrum. Boah, das ist echt scheiße. Oh mein Gott, nein. Das geht nie wieder ab. Doch, ich, so. Er ist Psychopath. Er meint es. Wofür? Ich hab so ein random Pack mit so Pinseln gekauft. Okay, geil. So. Ja, wir dürfen die Farben auf jeden Fall nicht mischen. Also eins muss so für das Grün. Das stimmt. Okay, wir müssen echt ein bisschen planen, glaube ich. Genau. Wollen wir noch so mit Pappe diese Form nachbasteln, wo die Augen sind? Ja, safe. Weil der hat so gebogen, aber er muss eigentlich so gebogen sein. Ja, ja, so die originale Shape haben wir natürlich nicht. Du hast dann einen fetten Pinsel. Boah, meinst du, man soll diesen riesen Pinsel so richtig schön da reinkleistern? Ich meine, oder? Schön das Grün jetzt, wir rasten jetzt richtig aus. Wir müssen, glaube ich, miese Grün jetzt ballern. Wir machen das so. Ich habe rausgesucht peinliche Fragen aus dem Internet. Sean, du bist ein Macher, du bist ein fucking Content Creator. Was soll ich sagen? Du kannst Fragen vorlesen und wir können halt alle so ein bisschen drüber reden, würde ich sagen. So podcastmäßig, während wir den Stuhl anmalen. Und ja, da ist ja die Vorlage. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Big Grün aber an, oder? Das sieht man nicht, wenn wir jetzt eintauchen. Man muss schon sexy. Ja, ja, man muss das schon. Hierhin. Ja, ja. Okay, aber was ist mal der Froggy-Schlachtplan? Wollen wir erstmal Big Grün hier alles vollkleistern? Lass hier ein bisschen frei, Sitzfläche freilassen, genau. Sonst nachher ist es zu dunkel. Oder wollen wir erst das Gesicht machen und drumherum? Ich glaube, Grün. Das ist zu anstrengend. Also, wir könnten versuchen, das Gesicht ein bisschen frei zu lassen. Okay. Und dann später. Aber, oder der ist ja auch so klebrig und so, wenn wir zuerst das. Aber ich glaube, es ist zu krass, wenn man Details zuerst. Ja, macht, ja. Nein, wir sollten als erstes grün. Also, das macht man nicht umsonst irgendwie eigentlich immer als letztes. Okay, dann, Jungs. Warte, tink it and sink it. Boah. Was ein geiles Gefühl, aber oder? Boah, ich hab selten nicht mehr mit Farbe irgendwas gemacht. Das ist legit heftig. Ja, die Decke ist finished nach dem Stream. Scheiß auf dich. Der Pinsel ist schon direkt, guck mal. Digga, wie tief hast du es reingemacht? Ey, komm, ich mach so vorsichtig. Er macht so komplett alles full. Ey, Gloomy Ghost schreibt. Boah, das ist nice. Vergesse immer, dass Johnny ein realer Mensch ist, bis ich ihn neben irgendwem anderes sehe. I don't know, er hat so einen Fabelwesen-Status bei mir. Wollen wir den umdrehen? Die Decke ist eh hin. Lass ihn so. Ja, ja. DSE finished. Jetzt schon? Verwischt das dann nicht alles und so? Ja. Ah ja, safe. Ja, lass einfach machen, scheiß drauf. Nee, der steht ja auch nur hier drauf dann. Ja, du hast schon recht. Aber ist es schlau, das jetzt zu machen? Weil dann müssen wir ihn ja wieder umdrehen. Zu spät. Okay, es ist zu spät. Oh nein. Nein. Oh. Du bist finished. Würdet ihr für die Liebe eures Lebens in ein anderes Land ziehen? Ja. Ja, Bro, angenommen Liebe des Lebens, das ist so dein Seelenverwandter. Ich würde es sogar crazy finden, wenn man das nicht macht, weil ein Land, Bro, das ist einfach nur ein Ort. Aber du bist mit der Person, die du liebst. Junge. Die Liebe meines Lebens ist 5 Stunden Zug weg und ich werde dahin ziehen. Oh, ist ja fast wie anderes Land. Ja. Wenn ich nach Dänemark fahre, bin ich schneller da. Boah, mit der Frage, waren Bundesländer gemeint, hey. Das Ding ist halt, vielleicht bin ich da eh schmerzfreier, weil ich gefühlt jeden Tag umziehe in ein anderes Bundesland. Aber yo, so wenn es wirklich die perfekte Person ist, so, why not so? Ich mag Deutschland, aber die Frage ist halt so formuliert, dass das für mich ein Ultimatum ist. Ähnlich wie dieser Mann hier. Wow. Nein, hast du deinen Pinsel zerstört? Oh, Digga. Oh nein. Was wäre so für euch das schlimmste Land, um dorthin zu ziehen? Ja, so? Nordkorea. Oh mein Gott. Ja, ich habe auch die. Ich hasse Asiaten. Du Schwanz. Bro, aber for real, seine Frage war nur, er war so ready, diese Frage zu stellen. Ich hätte alles sagen können. Afrikanisches Land, hätte ich racist genannt. Hätte ich irgendwie Amerika gesagt, wäre ich was weiß ich was gewesen. Hä? Und jetzt, wo du Asiaten gesagt hast, ist es nicht racist oder was? Ja, keine Ahnung. Du weißt, wie ich es meine. Man kann nur gegenüber Schwarzen racist. Die einzig richtige Antwort ist Österreich. Ist ja so, krieg ich ein Amen, krieg ich ein Amen. Also, ist bei mir Österreich ist ja einfach nur Quatschdeutschland. Ist bei mir ein Fotofilm. Quatschdeutschland. Das ist ja wirklich Quatschdeutschland. Aber was ist dann Schweiz? Schweiz ist Germi, Schweiz ist Ehre. Es gibt so viele Filme, die indirekte Remakes von Die Sieben Samurai sind. Auf jeden Fall gibt es das berühmte Zitat, wo er dann irgendwann sagt mit so 80 oder 90, ja, erst jetzt merke ich,
was das Potenzial von Cinema ist. Weißt du noch, als wir so die Frage gestellt bekommen sollten von Tim? Ja. Alter, ich darf doch mitreden, oder nicht? Mitreden darfst du, du so 80%. Das hittet bei meinem ADHS-Brain nur immer, wenn man dich nicht sieht und wir so einen Stuhl bemalen. Und das Thema ist ja, so das. Ja, eigentlich solltest du so Moderator sein, aber ist ja... Nicht. Nein, du warst, zu Ende jetzt. Du warst voll emotional am Erzählen. Ja, ich bin ein Bastard, es tut mir leid. Ich würde sagen, wollen wir kurz zeigen, was wir gemacht haben die ganze Zeit? So, zack, wir haben die komplette Rückseite jetzt green. Ja, Mann. Yeah! Stark, guck mal. Oh, das macht so Spaß. Das sieht komplett hier. Was? Mit dem Pinsel kannst du ja machen. Ah, doch, geil. Einfach so diese Fläche in so einem Kreisshape macht übel Spaß. Ja, Mann. Ey, was machst du gerne, was nicht als typisch männlich gilt? Boah, das kommt aber auch drauf an, was jetzt typisch männlich ist. Jetzt haut man so ein Beispiel raus und die anderen so, hä, das ist doch nicht typisch männlich. Ja, okay, was ist denn, was du denkst? Typisch weiblich? Nee, was soll ich fragen? Ich mach halt normale Sachen. Ja, ich meine, was so wirklich so rare ist, dass Männer das machen. Mhm. Natürlich ist sowas wie Essen nicht typisch männlich, aber es ist auch nicht typisch unmännlich. Ich meine, ich trage manchmal Kleider und schmink mich. Das ist voll süß. Ich rede in Babysprache mit meiner Katze und sage ihr, wie sehr ich sie liebe. Das ist einfach nur base. Oh ja, voll. Tiere sind das Beste. Wisst ihr, was mit dem Mund gerade passiert? Ich will immer so ein bisschen nachbessern, dann wird das größer. Ich so, ah, okay, nee, jetzt muss ich die andere Seite, dann wird er immer größer. Ihr hättet ein bisschen weiter oben ansetzen müssen. Ihr habt den zu weit unten gestartet. Hier schon mal gar nicht. Nee, ich muss doch die Augen noch. Hätten wir weiter oben gemacht, müssten wir wirklich so oben bauen. Boah, aber ich bin ganz ehrlich, ein bisschen auf Realtalk, fühlst du dich auch gerade so ein bisschen schwindelig wegen der Farbe? Ich bin gerade ein bisschen high irgendwie. Weil Realtalk... Die Leute meinen doch, ihr sollt nicht so viel an der Farbe schnüffeln. Nein. Weil Realtalk, ich fühle mich ehrlich gesagt völlig normal. Das hier, ihr seht es nicht, aber hier sind gerade so drei Farbdinger offen. Das ist voller frischer Farbe. Ich bin so mega am Nebel gerade. Ich sag, das summiert sich nicht, aber ja, mach ruhig ein Fenster auf. Mach mal Fenster auf. Gelangen die Biozide über die Atemluft in den menschlichen Körper, kann es zu Kopfschmerzen und Schwindel sowie zu Schäden an Leber und Niere kommen. In einigen Farben und Lacken sind zusätzlich Weichmacher, formale oder allergieauslösende Stoffe enthalten. Ah. Das klingt so schrecklich. Also Alkohol schadet deiner Leber übrigens auch, ne? Ich trinke keinen Alkohol, keine Drogen. Ja, stimmt. Der Mund ist ja überhaupt nicht mittig. Guck das mal an. Von hier sehe ich das nicht. Aber ihr habt das nicht so realisiert, weil rechts so grün ist. Ah, ja, das stimmt. Das stimmt. Sean hat nicht mittig gemacht. Der ist richtig krass links. Man sieht das von hier aus echt nicht. Das kann man aber, glaube ich, ein bisschen korrigieren, theoretisch. Ich glaube, es ist auch nicht so schlimm. Das riecht nach Verschwimmbesser. Oh! Vor allem jetzt hier diese Ränder hinzubekommen, ist ja übel schwer. Vor allem mit dem. Nein! Was so? Instant Auge verkackt. Oh my God! Ja, okay, das ist Game Over. Seid ihr dumm? Es ist Joba. Ich sollte doch genau das korrigieren. Das ist jetzt for real Game Over. Ja, das geht ja voll geil, warum habe ich nicht öfter mal so gezoomt und so? Ach, kannst du gern machen, ja. Hey, ich dachte, ich sollte den Mund, guck doch. Mittiger machen. Okay, dachte, du hättest reingeschissen, aber okay. Er hat wirklich ein bisschen gefixt. Trust the process. Nein, der muss jetzt richtig schön self-made aussehen. Der muss nass fertig sein. Aber ich sag, Magenta Rot ist krank. Wallahi, wir sind finished. Was ist das hier? Okay, man sieht es in der Cam nicht so, aber ist gerade sehr viel Schmied unten. Ich habe das Gefühl, der Mund müsste noch ein bisschen... Der Mund ist... Nicht mittig. Mehr lächeln. Okay, was würdest du an dem Mund noch fixen? Weißt du, rot darüber mal funktioniert oder würde das jetzt ein Fehler sein? Ich würde eher andersrum machen. Ich glaube, ich würde grün hier so, also den schmaler machen und das hier weiter runter, dass es so ein bisschen mehr lächelt. Der Chef, er macht's. Ich lasse ihn kochen. Gerade kleine Katastrophe. Und ich will sterben? Ihm ist so kalt, er hat so blaue Lippen gerade. Hey, habe ich wirklich blaue? Ach so. Nein, nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich dachte. Nicht du. Nein! Wallahi, wir sind finished. Was machst du? Oh mein... Ja, over. Ich zoome an die Katastrophe ran. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Nein. Man kann es fixen. Das ist stark deckende Farbe. Man kann das mit Grün wieder fixen. Ja, das ist der Plan. Wir werden hier nicht aufgeben, der wird noch schön. Bro, ich habe das doch jetzt nicht einfach so gemacht. Ach, das ist geplant. Willst du mir gerade sagen, das ist geplant? Ja, also nicht, dass da unten so rumsuppt. Okay, es ist einfach geplant, okay. Oh, ich hab zu viel. Ach, Scheiße. Oh mein Gott, Sean. Ey, jetzt muss ich aber auch mal kurz sagen, was ist da passiert? Ja, ich hab doch gesagt, Scheiße. Was war das denn? Ich hab doch gesagt, Scheiße. Ein wortwörtlicher Stroke war das. Ich hab doch gesagt, Scheiße. Das war nicht so gewollt. Oh mein Gott, hör auf. Warum ist da rot? Warum ist da mehr rot dran? Bro. Hä, warum ist da rot? Ja, weil wir die ganze Zeit auf das Rote rüber malen. Ja, das stimmt. Na, Dicker, die Farbe läuft von oben rein in den Mund. Nein! Nein! Das ist vorhin auch schon passiert. Scheiße, Wallahi, Bro. Wallahi, ihr fällt so finnisch. Scheiße. Wallahi, ein finnisch. Was tust du?
Oh nee, lass einfach abwischen mit so Zewa. Das ist dieses Cheating. Dieses Ganze. Na, das ist Cheating. Egal, das ist doch nicht Cheating. Mund jetzt weg? Nein, so den ganzen nicht. Den halben, nein, so bis hierhin würde ich sagen, weg. Ja. Er macht komplett Tusche. Er macht AI, okay, nee, das finde ich auch ein bisschen krank sogar. Er macht all, obwohl, das sieht voll gut aus. Shit. Also in der Cam sah es am Anfang gut aus, aber jetzt sind wir legit finished. So verfaulte. Ja, er hat so Herpes. Ja. Ich würde sogar fast sagen, Jungs, das passt so vom Mund her, oder? Aber rechts ist der viel schmaler. Also den würde ich rechts noch einen Ticken dicker machen. Meinst du, wir sollten und riskieren? Ihr habt eigentlich voll verkackt. Naja, ihr wollt die ganze Zeit so einen Bogen machen, aber guckt euch den mal an, der hat gar nicht so einen Bogen. Der Mund ist eigentlich voll gerade. Der ist nicht gerade. Schützer ist grün mit in die Mitte gekommen. Das habe ich nicht gesehen. Scheiße. Na egal, da kann ja wieder grün. Digga, er ist tot umgefallen, ist so nur witzig, weil du so Scheiße gesagt hast. Ich glaube, wir sollten es nicht riskieren. Ich glaube, der Mund wird gerade richtig schlimm von Minute zu Minute. Ja, ja, ich glaube, wir sollten das nicht noch... Ich glaube, er war vorhin gut. Digga, das sieht aus, als hätte der Lippen oben und unten. Der hat so einen Strich in der Mitte. Ich weiß, eventuell... Mein Gott, der hat so Knutschbohnen. Der, das ist aber voll geil. Nein! Ja, das ist schon du sagst so, der ist ein Millimeter zu schmal. Hör, Knutschmohn voll geil. Bruder, das sieht doch null so aus. Bro, hä? Der Mund ist gar nichts Besonderes mehr. Es ist ein normaler Pinselstrich. Siehst du, jetzt hätte man einfach nur so gemacht. Wir haben so eine halbe Stunde... das gefixt und jetzt ist er so. Ja, ja, for real. Eine halbe Stunde für so einen Strich. Links ist doch viel schmaler als rechts. Aber jetzt bist du Teufel, weil es ein Millimeter dicker ist. Nein, du bist Teufel, du bist gerade Teufel. Schlag. Lass mich. Du bist Teufel hier, auf der Schulter. Guck mal, hier ist doch so voll die Delle und hier endet die. Ja, klar. So, zack, hier endet das einfach. Ja, klar, aber das jetzt zu fixen wird alles ruinieren. Bro, man darf nicht jede Kleinigkeit fixen, weil dann wird es so viel schlimmer. Oh nein, ja, alle schreiben Tim Maul. Was ist dieser Mund? Was ist das jetzt? Nein, er sah zwischendurch so krass aus. Was ist gerade in den letzten 10 Sekunden passiert? Wir hätten aufhören sollen. Ja. Ja. Doch, oh, du V-Mann. Der ist krass. Let's go! Wir besitzen einen echten Froggy Chair. Der ist richtig geil geworden, Chat. Warte, wir brauchen ein Thumbnail. Das wird eh nicht das Thumbnail. Scheiß drauf. Doch, wird's.